Hallo und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory. Wir sind im öffentlichen Early Access für alle Vorbesteller. Cool. Aber ich würde sagen, auch wenn wir die Map übernehmen könnten, ich würde gerne mal neu anfangen, weil ich nämlich... Oh. Ach so. Ach, Starting Area. Nördlicher Wald, Felswüste. Grasfelder. Ich glaube, ich würde mal Grasfelder, sind unterschiedliche Orte. So, und zwar habe ich mir einen Spot schon mal ausgesucht, der ist nicht weit weg vom Startfeld. Vielleicht können wir da ein bisschen besser arbeiten. Da gibt es noch mehr als da, wo wir jetzt gestartet haben. Gucken wir mal. Attention Pioneer. The following instructional video is a summary of your impending duties as an exoplanetary pioneer for Fixit Incorporated. Fixit pioneers have three cyclical assigned pillars of work to ultimately accomplish project assembly. Fixit Felix. Use provided blueprints to build the necessary buildings. Chart the planet and gather resources to provide desired results and improve your infrastructure. Make sure to report any unusual discoveries to R&D for analysis. Expand your factories, outposts, and pipelines through automation and augmentation. That's it. Get to work. Das kann ich gut. To work gehen und effektiv sein. Please remain seated during full procedure. Atmospheric entry in 5, 4. Jetzt weiß ich wieder. Damage, hier, Planetfall imminent. Fall damage imminent. Von Subnautica, ey. Oh Gott, diese Stimme wird mir für immer und ewig im Kopf bleiben, ey. Lass mich raus, lass mich raus! Planetfall complete. Please ensure the integrity of your multi-purpose exploration suit is at 100%. Remember, efficiency first. Godspeed. Whee! Yay! Welcome to Planet Massage 2 ABB, your designated sector in the binary star system of Akicha. I am Ada, also known as Artificial Directory and Assistant, tasked to support pioneers, such as you, in their mission. You are the third of your sector to survive Planetfall. Congratulations! Ja, und nun? First objective. Please dismantle the job. Yes. Dankeschön. Second objective. Please ensure you have your Fixit Incorporated Xeno Zapper equipped before leaving the drop zone. Note. According to Fixit regulations, every pioneer should have access to a means of defense against extraterrestrial threats. Ich werde jetzt mal hier kurz ein paar Sachen mitnehmen. Please familiarize yourself with the resource scanner to find iron. Note, the acquisition of iron is considered essential in preparation for all future objectives. Okay. This semi-slug seems to emit weak potential energy from its crystalline shell. Further analysis of crystals required to determine application. Uff. Entschuldigung. Wo wollte ich hin? Ich glaube, dahin.
Ich glaube, das ist meine Area, wo ich hin wollte. Ein Randgebiet. Und da soll's viel Scheiß geben. Oh nein, ich glaube, es ist da. Oder? Okay, ich konnte nicht erkennen, ob Höhlen oder so. Wobei, da oben vielleicht? Oh oh. Ich möchte mich mal da oben umgucken. Au! Stop it! Okay, danke. Studying the remains of this creature might shed light on how to defend yourself in the future. I recommend analysis. Ja, mal kurz mein Wandpuzzle hier erledigen. Oh, oh, oh. Okay. Grüne Elektroschnecke. Elektro-Tele. So. Also. Da ist schon mal Eisen. Zwei. Da ist Limestone, glaube ich. Wo ist hier wohl Kupfer? Oh, wieso? Oh! Na gut. Sieht schon mal ganz gut aus. Also flach ist es ja eigentlich auch. Hier ist ein Abgrund, auf dem wir bauen können. Das ist nämlich ganz schön hier, dass man. Hier gibt es keine Physik. Es gibt keine Physik. Es gibt einen Melee-Angriff? Hilft? Nee, keine Ahnung. Weiß nicht. So! Impure leider. Aber. Und die andere? Da. Auch Impure. Egal, besser als nichts. Und zweimal Limestone. Oh, daneben. Hallo? Ein Strom hier oder was? Hallöchen, kleine Blaseballschildkröte oder so. Okay. Limestone. Kalkstein. Hey, und Kupfer ist, glaube ich, auch nicht ganz so weit weg, aber jetzt wollen wir uns hier niederlassen irgendwie ein bisschen. So, gesehen, um das Vorkommen zu suchen. Ah. Man glaubt es kaum. Fourth objective, build the hub. Note, to complete this objective, the resources salvaged from the drop pod will be consumed. So. Caution. Ensure the hub is built on spacious open terrain close to the presence of iron sources. Failure to do so will likely result in non-optimal progress. Will ich den hier? Ich glaube, ich will den hier hinsetzen. Initial scans reveal coloring properties in the flower petals. Ja, ja. Further analysis required. So, wo ist hier vorne, wo ist hier hinten? Das ist vorne. Nee, das ist vorne. Okay. Mhm. Congratulations. You have unlocked hub feature manual craft bench. Hub feature hub terminal. Fifth objective. Hub upgrade, storage and power. Note, yeah. The craft bench and hub terminal are essential for progression to the next objective. Absolut. So. Das heißt, Hub upgrade, 10 Eisenstangen. Boom. Endlich. Mach weg da. Congratulations. You have unlocked hub feature biomass generator. Yeah. Hub feature personal storage. Scanner feature copper. Kann ich mal scannen, ne? New equipment, buildings and blueprints, which can be found in the workshop when built, build menu and craft bench respectively.
Sixth objective, hub upgrade construction. Note. Connect buildings to a generator for power. Da. Note, buildings such as the smelter require a blueprint to be set. Advice, automate the smelting process and use portable miners for optimal results. Ist wieder nicht ganz so nah dran, aber flach. Und normal, das ist schon mal gut. Hä? Wow. Wow. Tschüss. Was so knabbern langsam hier. Knabbern? Wow. Heilige Kacke. Oh. Das sind Blümchen. Haben wir irgendwo was zu essen? Der Rattendodo. Inzwischen die sogar flieht, endlich. Na, endlich! Ja. Was zu essen? Was zu essen? No. Da, Nüsschen. This consumable possesses minor healing properties. Yes. Further analysis required to establish object scanner identification. Ausrüstungswerkstatt kommt besten direkt hier neben. Aber so in diese Richtung. Achso, ich brauche erstmal Zeugs dafür. So, genau. Wie gerade? So ist gerade. Sehr schön. So. Dann den Kabel. Brauche ich Kupfer, natürlich. Oh, Beeren. Gut. This consumable possesses minor healing properties. Further analysis required to establish object scanner identification. Okay, cool. Nicht vergessen den Zapper, sonst gibt's aufs Maul eventuell. Ups. Okidoki. Auf zum Küpferli. Wunderschön. Yeah. Okay. Und noch was Interessantes gerade hier? Aber nicht. Was? Ich meine, es ist hier schön gerade. Man nicht so viel hüpfen muss. So, ja. Kupfer. Ist auf Deutsch. Hör mir jetzt gerade erst auf. Warum? So, und Eisen, was noch? Vier Platten jeweils. Hm. Ja, dann muss ich die ersten bauen und auf Eisen stapeln, stecken.
So, das ging wie folgt. Drüber hovern und... Warte mal, 0. Nee, es ging anders. Es ging... Warte mal, bei Baudingern so. Mist. Okay, dann ebenso. Stimmt. Sehr schön. Cool. Gut. Dann direkt aber noch einen Kupfer raufstellen. So, gut. Was macht denn der Ballon da? Okay, will ich Kupfer auch direkt verarbeiten? Was kosten die Melzer? Okay. Will ich es direkt hier hinbauen lassen? Ja, aber mehr in diese Richtung. Ja. So, dann bauen wir erstmal, brauche ich mal mehr Kabel. Brauche ich nicht sogar Concrete dafür? Nun gut. Was brauche ich fürs Upgrade? 50 Kabel, okay. Und was noch? 10, 10. Machen wir erstmal kurz die. So. Dann ganz viel Draht. 50, naja. Aber es geht zum Glück recht schnell. Dann upgraden wir ganz kurz. Das ist, glaube ich, einfacher. Upp. Kaboom. Viel verbessert. Okay. Congratulations. You have unlocked Scanner Stone. New buildings and blueprints, which can be found in the build menu and craft bench, respectively. Seventh objective, hub upgrade, conveyor belt. Note, use power poles to expand the power network for optimal results. Note, constructors are capable of constructing copious parts, of which only one type at a time. Yup. Mach ich kurz husten. So. Okay, dann baue ich dich direkt mal hier hin. Okay, und du?
Dann in welche Richtung bauen wir? Was meint diese Richtung? Ja. Was brauche ich denn für die Miner? Schmelzrinne. Nee. Constructor. Achso, ich habe noch kein Dingens. Nächste Hub Upgrade. Aha. 75 Platten. Gut, dann muss ich erstmal Dingens bauen. So, was brauche ich für Melzerei? Ah, das ist eine Liste. Clever. Cool. Ich wollte aber eigentlich das eher so machen. Und das kommt auf die 8. Ja. Gut, für die Schmelzerei, wie viel hätte ich gerne? 1, 2. Meinetwegen. Und Fabrikatoren. 2? Vielleicht? Nee. Erstmal Schmelz. Schmelz ist wichtig. Fabrizieren. Oh, könnte ich auch direkt machen. Ach, ich habe keine Fließbänder. Von daher ist egal. Ja. Oder? Doch, wir bauen ein. So. Also, erstmal. Dann brauche ich Eisenbarren. Dingelingelingelingeling. Kupferbarren. Dann machen wir schon mal den 10 Beton für das Ding. So. Schwippidi, wippidi. Dann brauchen wir einiges an Schrauben für euch Stangen. Wie viel? Eine Menge Schrauben. Immer zwei hin, nee, ne? Fehlt's an Eisen. Die Dinge, die Note ist echt ziemlich impure, weil das Ding echt lange braucht, um Sachen zu fördern. Naja, Gott. Glaube ich, werde die Dinge erst hier reinstecken. Also noch ein dafür. 10 Kabel. Kabel brauche ich eh. Für die Leitungen. Und 75 Platten, die muss ich automatisieren, ansonsten. Das dauert viel zu lange. So, ein von denen noch. Das ist... Nee. Doch. So. Dann... Ist trotzdem noch... Eine Eisenstange... Diverse Kabel. Ja. Ich war noch. So. Eisenstangen. Ja, und ein paar Kabel noch für die Leitungen. Und Biomasse machen. Sehr schön. Okidoki. So. Dann haben wir hoffentlich jetzt alles.
gucken, in welche Richtung. Schmelze. In diese. Konstruktion. Ja, ist okay. Und Kupferverarbeitung. So, du bist Schmelzofen. Ja. Und na gut, dabei bleibt es erstmal. Du bekommst Kupferbarren zu tun und das Kupfererz und dann wollen wir mal einen Strommast setzen. So. Mal gucken, ob man die jetzt inzwischen wieder stretchen kann. Oh, ganz gut. Und dann einen in der Mitte. Und dann. Ich brauche Kabel. So. Gut, Stromleitung von unserem Generator. Hauptleitung. Mal hier hinsetzen. An die Nebenleitung. Ding hingetan. Hallo? Da. Okay. Damit sollte alles bepowert sein, rein theoretisch. Und jetzt fehlt noch das Ding anzuschließen. Und let's go! 20 Megawatts. Wir verbrauchen. Sind angeschlossen? Achso, das hat nichts zu tun, deswegen. Mhm. Eisenbarren. Und du machst Platten. Ja. So. Dann craften wir den Rest vorbei. Wir können mal hier Platten. Kurz einen kleinen Miner bauen als zweiten nebenbei. Auch mehr Ehe für die großen Miner. So, sehr schön. Wo da? Kurz die Orientierung verloren, aber nichts passiert. Okay. Du tust brav arbeiten. Ja, während das Ding arbeitet, muss ich wohl den Rest per Hand machen. Die Notes, die Dinger hier sind echt scheiße. Die sind super kacke. Impure ist echt Mist. Du warst auch Impure, ne? Jo. Weißt du, dass es hier noch mehr gibt, meine ich? Fragt sich gerade nur wo. Egal. Was ist denn hier weg? Kaboom! So habe ich es gern, wenn Dinge explodieren.
Wie schaut's aus? Auch gut aus. Und hier. Auch ganz gut. Dann wollen wir direkt mal hier alles fertig machen. Hier nur noch die 75 Platten. Ich weiß, wo wir ein bisschen nachhelfen müssen. Das können wir schon mal weitermachen hier. Das, das, das. Jip, jip, jip. Dann jetzt gleich die Miner und Conveyor. Die haben das Leben so viel einfacher machen. So, Eisen, Platin. Ja. Nice, 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 nice. Es macht Spaß. Dieses Spiel macht Spaß. Es ist furchtbar, wie viel Spaß dieses Spiel macht. Ah. Yep. Aber ganz ehrlich, die kann ich per Hand gerade etwas schneller machen. Sorry. Hashtag sorry, but not sorry. 49 zu 75. Gut. Tschüss. Meine E4-Platten insgesamt. So, erstmal upgraden. Neue Mail. Achso, Tutorial. Congratulations. You have unlocked new buildings and blueprints, which can be found in the build menu and craft bench respectively. Mhm. I know. Eighth objective. Hub upgrade, additional power. Advice. When planning the construction of buildings, note the placement of conveyor belts. Caution. Overloading the power network guarantees suboptimal performance. So. Align it. Align. Ja, ja, nerv nicht. Besser? Ich glaube, viel besser. Nein, überhaupt gar nicht besser. Was ist das für eine Scheiße? Kacke. Oh Mann. Mhm. Aha, schon besser. Bitte schön. Okay, und habe ich schon die Kisten bekommen? Wahrscheinlich nicht. Logistik. Und wer ja? Fundament. Wände. Wände? Energie. Oh, ich glaube nicht. Nein, das wäre Logistik sonst, glaube ich. Okay, Schmelzerei. Ja, ja, ja. Okay, da brauche ich jetzt mal die. Wobei, halt, was? Nee, die. Ich glaube nur die Erz. Die Conveyor, keine Erz. Kann sein. Bei der Bänder am Gebäude für die. So. Eier Miner und Lager. Gut, 20 Ballon. Habe ich noch Beton? Nein. Wo war mein Limestone? Da hinten. Dahinter, genau. Gimme, gimme. So, ich würde sagen, wir machen mal Schluss für diese erste Folge. Natürlich nicht viel Neues, aber wir werden dafür hinterher voll loslegen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.